Nicht nur in Paris, sondern auch hier in Lichterfeld. Und ich stehe gerade da drauf. Dem liegenden Eiffelturm der Lausitz. So nennen die Menschen hier diesen Giganten der Technik. Eine Abraumförderbrücke im stillgelegten Tagebau Klettwitz Nord. 502 Meter lang und 204 Meter breit, 80 Meter hoch und 11.000 Tonnen schwer. Inzwischen Besuchermagnet. Ja, und Braunkohle war der dominierende Energieträger der DDR. Und nach der Wiedervereinigung wurden zahlreiche Tagebaue stillgelegt. Jetzt die Energiewende. Da sollen auch die verbliebenen Tagebaue irgendwann bald außer Betrieb genommen werden. Denn Braunkohle gilt als absoluter Klimakiller. Aber was passiert dann mit so einem Tagebau wie diesem und der Landschaft drumherum? Das weiß Jörg Schlinschlett. Schönen guten Tag. Ihr stellt sie jetzt ganz einfach mal als Geburtshelfer der Natur vor. Was ist genau Ihre Aufgabe? Vielen Dank. Die Aufgabe der Lausitzer und Mitteldeutschen Bergbauverwaltungsgesellschaft als bundeseigenes Unternehmen resultiert im Wesentlichen aus der Übernahme der bergrechtlichen Verantwortung für die, wie Sie bereits gesagt haben, DDR-Tagebaue, Braunkohlentagebaue. Nach bundesdeutschem Bergrecht muss zur Beendigung des Bergbaus die Gefahren, die aus dem Bergbau resultiert haben, beseitigt werden und es muss eine Folgenutzung im öffentlichen Interesse, eine Wiedernutzbarmachung hergestellt werden. Das heißt, Sie sanieren? Wir sanieren, um diesen Begriff zu verwenden. Genau, wir sind der Sanierungsbergbau. Sanieren im Auftrag der Natur. Welche Schäden haben den Tagebau diese bei der Natur angerichtet? Also Schäden resultieren bzw. Gefahren resultieren zuerst einmal für den Menschen aus der Bergbautätigkeit. Das sind unsichere Kippen, unsichere Böschungen, die stabilisiert werden müssen. Schäden resultieren aus der Grundwasserabsenkung. Um einen Tagebau führen zu können, muss man das Grundwasser absenken. Dieses muss nachher wieder in die Landschaft zurückgeführt werden. Das Ziel ist in unserem Falle weitgehend selbstregulierende Grundwasserverhältnisse in den Tagebaulandschaften wiederherzustellen. Und Folgenutzungen müssen wieder gebracht werden, aufgeforstet muss werden, Landwirtschaftsflächen müssen hergestellt werden und im großen Umfang auch für die Naturschutzflächen. Wenn Sie fertig sind mit der Sanierung dieser Landschaften, da sollen ja auch viele Wälder entstehen. Also das ist dann sozusagen Ihr Beitrag zum Klimaschutz? Richtig. Also eine Hauptaufgabe ist die Wiederherstellung von vielen Wald- und Forstflächen. Die LMBV hat in den letzten Jahren ca. 12.000 Hektar wieder aufgeforstet. Der Beitrag zum Klimaschutz dieser Wälder, das sind ja noch junge Kulturen, ist noch relativ gering, aber es sind immerhin pro Jahr und Hektar 5,5 Tonnen, die da momentan gespeichert werden. Das wären bei 12.000 Hektar 66.000 Tonnen CO2 pro Jahr. Das wird sich auf viele 100 Tonnen pro Jahr und Hektar, wenn die Wälder älter werden, natürlich steigern, sodass 2 bis 3 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr allein auch durch diese Wälder gespeichert werden können. Und die sanierten Flächen, die behalten Sie ja nicht, sondern verkaufen Sie weiter. An wen denn? Richtig, eine Aufgabe ist auch die Verwertung und Vermarktung dieser Flächen. Die Waldflächen werden an private Waldbesitzer verkauft. Landwirtschaftsflächen natürlich an Landwirtschaftsbetriebe, aber wir verkaufen auch an Windparkbetreiber und an Investoren in Solaranlagen. Diese Flächen an Kommunen, die für den Tourismus, an den Bergbau vorgesehen, Entwicklungen steuern wollen und auch an private Investoren in diesem Bereich. Eine letzte Frage. Ich habe gelesen, Ihr Geschäftsziel ist es, die Auflösung Ihrer Gesellschaft. Wie lange, denken Sie, wird das noch dauern, bis es wirklich soweit ist? Also ich habe 1995 als Revierförster hier angefangen. Da hat man mir gesagt, im Jahr 2007 wird alles vorbei sein. Da dachte ich, toll, 12 Jahre in meinem Beruf zu arbeiten, ist sehr schön. Dieses Jahr hat die LMBV 20-Jähriges gefeiert. Und ich kann nur hoffen, dass diese große und erfolgreiche Gemeinschaftsaufgabe zwischen dem Bund und den ostdeutschen Braunkohleländern noch eine ganze Weile anhält und die Aufgaben hier erfüllt werden können. Vielen Dank. Vielen Dank und viel Erfolg noch.
Ja, liebe Zuschauer, das war's. Wir Phoenix Klimareporter verabschieden uns. 5 Tage lang waren wir in Deutschland unterwegs an 5 verschiedenen Orten. Wir haben die Frage gestellt, was tut Deutschland für den Klimaschutz? Wir haben viele, viele Antworten bekommen und konnten Ihnen hoffentlich spannende Projekte vorstellen. Ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere sich auch dazu animiert gefühlt hat, selbst etwas für den Klimaschutz zu tun.